Shaina ist es gewohnt zu bekommen, was sie möchte, und sie ist es gewohnt, dafür alles zu tun, was auch immer sie möchte. Aber hier hat sie sich wohl ein bisschen verrannt und das geht verdammt schlecht aus, vor allem für Ryan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Time Story. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die heutige Geschichte handelt davon, dass man manchmal sehr, sehr leicht in eine Beziehung reinkommt, aber nur sehr, sehr schwer wieder heraus. Und das gilt hier eigentlich für beide, sowohl für Shaina als auch für Ryan. Fangen wir mal mit Shaina an. Die wird am 8. April 1981 geboren und zwar in einer kleinen Stadt namens Lexington, die da liegt im malerischen Kentucky, also in den USA. Sie wächst dort auch auf, sie wird als extrovertiertes Mädchen beschrieben, sie wird als freundliches Mädchen beschrieben, das sich echt nicht schwer tut in der Schule. Manche Freunde erwähnen dabei sogar eher neidisch, dass sie eine von denen zu sein scheint, denen immer alles leicht von der Hand läuft, denen immer alles gleich auf Anhieb gelingt. Sie hat mehrere Hobbys, in denen sie glänzt, ganz vorne auf ihrer Liste aber steht die Schauspielerei. Schon früh ist sie bei der ersten Theatergruppe und auch hier erweist sie sich als ausgesprochen talentiert. So ein bisschen hat sie sonst auch den Ruf als kleine Drama-Queen und das kommt ihr hier natürlich zugute. Als Shaina dann älter wird und beginnt sich auch für Jungs zu interessieren, da wird auch hier ihr Ruf als Drama-Queen laut. Was sie nämlich gar nicht haben kann, ist es zurückgewiesen zu werden. Ja, okay, klar, wer kriegt schon gerne einen Korb? Niemand, denke ich. Aber Shaina, die macht jedes Mal ein Drama draus, was naturgegebenes Interesse der Jungs an ihr schon ein bisschen senkt. Das ist so ein bisschen ein Teufelskreis, denn je mehr Drama sie macht, desto weniger wollen andere mit ihr zu tun haben. Und irgendwann gilt das dann auch für die Mädels. Also, versteht mich nicht falsch, es ist jetzt nicht so, dass sie total unbeliebt ist oder so, aber so manch einer ist so ein ganz kleines bisschen angenervt. Alles in allem gesehen aber hat Shaina wohl eine recht glückliche Kindheit. Natürlich kann man jetzt von außen nie in so eine Familie hineinschauen, niemand weiß, was hinter den geschlossenen Türen passiert. Und später wird Shaina ihren Vater beschuldigen, sie im Teenageralter missbraucht zu haben. Ihr Vater wird das natürlich massivst bestreiten und wir werden wahrscheinlich nie erfahren, ob was dran ist oder nicht. Nach der Highschool jedenfalls studiert Shaina Psychologie und wieder ist sie ausgesprochen erfolgreich darin. War auch nicht anders zu erwarten, das Lernen fällt ihr ja nicht schwer. Im März 2011 lernt Shaina dann einen jungen Mann kennen. Sein Name ist Ryan Poston und er ist 10 Jahre älter als sie, nämlich 29. Er wurde am 30. Dezember 82 geboren und stammt aus einer ziemlich erfolgreichen Familie, zumindest was das Finanzielle betrifft. Familiär sind die Postons vielleicht nicht ganz so erfolgreich, würde der eine oder andere behaupten. Die Beziehung der Eltern geht halt in die Brüche und sie lassen sich scheiden, als Ryan noch ziemlich klein ist. Trotzdem hat er ein ziemlich gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Beide unterstützen ihn tatkräftig in allem, was er tut. Seine Mutter heiratet erneut, Ryan bekommt einen Stiefvater und mit dem kommt er so richtig gut aus. Er hat auch 3 jüngere Schwestern, auch mit denen versteht er sich blendend. Wie Shaina ist auch er sehr erfolgreich. Man sieht es, finde ich, schon ein bisschen auf dem Foto, dass er ein sehr selbstbewusster junger Mann ist. Er schließt das College mit gleich 3 Abschlüssen ab, nämlich Geografie, Geschichte und Politikwissenschaften. Und das ist eine ziemlich herausragende Leistung. Also das machen nicht viele und schaffen auch nicht viele. Danach studiert er noch Jura. Mit 29 ist er jetzt bereits ein erfolgreicher Anwalt. Von Anfang an allerdings haben Shaina und Ryan sehr unterschiedliche Ansprüche an ihre Beziehung. Also Ryan, der kommt gerade aus einer längeren, festen Beziehung und der möchte es halt langsam angehen, der möchte gar nichts Fixes, aber Shaina, die ist sofort Feuer und Flamme. Sie schmiedet Pläne für eine gemeinsame Zukunft, für eine gemeinsame Beziehung. Sie ignoriert Ryans diesbezügliche Wünsche. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie gut das von Anfang an kommuniziert wird. Vielleicht sagt er gar nicht von Anfang an, vielleicht ist er sich selber von Anfang an gar nicht so klar darüber. Ich weiß nicht, aber Shaina jedenfalls, die ist wie besessen von ihm.
Ich vermute mal, dass es so läuft, dass sie von Anfang an ständig mit ihm zusammen sein will, alles gemeinsam unternehmen will. Oft gewinnt das dann ja so eine ganz eigene Dynamik. Je mehr sie merkt, dass er sich zurückzieht, umso mehr dreht sie auf, umso mehr zieht er sich zurück. Das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, aber fatal natürlich. Wann immer die beiden nicht zusammen sind, überschüttet sie ihn mit Textnachrichten. Die Beziehung der beiden, die wird jetzt ungefähr 1,5 Jahre lang dauern. In dieser Zeit gehen über 50.000 Textnachrichten hin und her, mehr hin als her, denn im Schnitt sind das fast 100 Nachrichten pro Tag. Dabei kommen allerdings auf eine Nachricht von Ryan circa 50 von Shaina. Und all das zusammen, das nagt natürlich ziemlich an Shainas Selbstbewusstsein, während sie Ryan als den Mann ihres Lebens bezeichnet, als den Mann, den sie heiraten will und wird, ist der auf einem komplett anderen Weg. Also ich habe jetzt nichts darüber gelesen, dass Ryan Shaina betrügen muss. Das braucht er aber auch gar nicht, weil die kommt ja nicht mal über seine Ex-Freundin hinweg. Sogar wenn die beiden abends ausgehen in ein Restaurant oder eine Bar oder so, da kommt sie auf die wildesten Ideen. Sie geht zum Beispiel auf wildfremde Leute zu, sie zeigt ihnen ein Foto von der Ex-Freundin und fragt diese Leute: Hey, findest du nicht auch, dass ich viel hübscher bin als sie? Also, sie geht schon ein bisschen seltsame Wege, würde ich jetzt mal behaupten. Ich denke mal, ihr habt eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, was hier abgeht. Und ihr könnt euch auch denken, das führt natürlich immer wieder zu Streit. Diese Streits führen auch immer wieder dazu, dass die beiden Schluss machen. Einer der beiden zumindest, meistens Ryan. Am Ende aber kommen sie doch wieder zusammen. Es ist also ein ewiges Hin und Her und hin und her. Dazu kommt, dass Ryan sich da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel draus macht. Irgendwann beginnt er in diesen Beziehungspausen dann sogar andere Frauen zu treffen. Und Shaina, die bekommt das natürlich mit. Und das macht sie noch unsicherer und noch eifersüchtiger. Und dann klammert sie natürlich noch mehr. Gerade in diesen Beziehungspausen bombardiert sie ihn dann noch mehr mit Textnachrichten. Scheint aber irgendwie Wirkung zu zeigen. Schließlich kommen die beiden am Ende ja auch immer wieder zusammen. Ryan, der sagt, ja, er will nicht unhöflich sein, er will ja nicht wehtun. Also, das sind so seine Begründungen, warum er das nicht endgültig beendet. Und das ist natürlich in so einer Situation irgendwie das Fatalste, was man tun kann. So macht man dem Partner ja immer wieder Hoffnungen. Und na, ich weiß auch nicht, ob ich ihm das ganz abkaufe. Also, er scheint da auch ein wenig selbstgefällig zu sein, hat man den Eindruck, vielleicht schmeichelt ihm ihr Verhalten ja doch irgendwie und vielleicht nutzt das auch ein bisschen aus. All den Leuten rundherum erzählt Shaina nämlich, ich weiß gar nicht, warum er nicht mit mir zusammen sein will. Ich mache alles für ihn. Ich mache seine Wäsche, ich gehe mit seinem Hund raus, ich gehe für ihn einkaufen. Ich bin die total perfekte Frau für ihn. Es ist schwierig, das von außen genau beurteilen zu wollen. Sie bemüht sich darum, alles für ihn zu tun. Sie will alles für ihn tun, sich nützlich machen. Das zeigt sich ziemlich klar. Aber ja, wie reagiert er darauf? Ist er total genervt davon oder ist das vielleicht auch ein Stück weit bequem für ihn? Wobei das eine schließt das andere ja natürlich auch nicht aus. Gehen wir jetzt mal ein Stück vorwärts und zwar in den Frühling des Jahres 2012. Diese An- und Ausbeziehung der beiden, die läuft jetzt also schon circa ein Jahr lang. Shaina steht am Ende ihrer Ausbildung. Sie ist kurz davor, ihr Studium der Psychologie abzuschließen. Ryan hingegen, der hat sein eigenes Anwaltsbüro eröffnet. Und momentan gehen die beiden gerade mal wieder getrennte Wege. Wobei Ryan versucht das. Shaina allerdings ist dabei, ihre Stalking-Qualitäten auszubauen und zu verbessern. Also, man kann ihr Verhalten davor garantiert auch schon Stalking nennen, aber jetzt erreicht sie einfach ein neues Level. Ryan reagiert nicht mehr auf ihre ständigen Anrufe und Textnachrichten und so muss sie sich was Neues ausdenken, das ihr das Gefühl gibt, die Kontrolle zu behalten. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, die Kontrolle. Sie wendet sich also wahllos an diverse Menschen in Ryans Leben, seien es Nachbarn, Freunde, Mitarbeiter von ihm, um zu erfahren, wo ist er, was tut er, was sagt er, was erzählt er. Sie versucht ihn auszutricksen, sie leiht sich sogar das Handy von einer Freundin aus, damit Ryan abhebt, weil er die Nummer ja nicht kennt. Davor schickt sie ihm noch jede Menge beleidigende Nachrichten über dieses Handy. Dauert natürlich nicht lange, bis Ryan rausfindet, dass Shaina dahinter steckt.
Und sie besorgt sich sogar ein neues Telefon mit neuer Telefonnummer, also eine Telefonnummer aus einem anderen Bundesstaat, nur damit er abhebt, wenn sie anruft. Was vermutlich nicht besonders oft funktioniert, weil, naja, nach dem ersten Mal weiß er's. Sie kennt Ryan gut genug, um sein Facebook-Passwort zu erraten, und so loggt sie sich immer wieder heimlich in seinen Account ein. Sie liest alles mit, was da geschrieben wird. Sie löscht Nachrichten von Frauen, bevor Ryan diese lesen kann. Mehr noch, sie entfreundet ihn von allen weiblichen Namen auf seiner Freundesliste. Und natürlich taucht sie immer wieder vor seinem Büro auf. Dafür nimmt sie einiges an Mühe in Kauf. Das bedeutet eine Fahrzeit von ungefähr 1,5 Stunden für sie, aber ja, das ist es ihr natürlich wert. Es gelingt Ryan also nicht, Shiner loszuwerden. Er fragt seine Freunde um Rat, er gibt zu, dass sie es immer wieder hinkriegt, dass er sich schuldig fühlt. Er sagt ihr das sogar mal ins Gesicht, also er sagt ihr, dass er nur mit ihr zusammen ist, weil sie ihm solche Schuldgefühle macht. Ich fürchte nur, Shiner ist das zu dem Zeitpunkt völlig egal. Es ist ja egal, warum er mit ihr zusammen ist. Hauptsache, er ist da. Wobei ich glaube, dass ich mir an ihrer Stelle auch sagen würde, dass bestimmt niemand nur aus Schuldgefühl mit mir zusammen ist. Ich würde das wahrscheinlich auch nicht glauben und ich würde den Schluss daraus ziehen, dass da schon mehr dahinter sein muss und dass er das vielleicht einfach nicht zugeben will aus irgendeinem anderen Grund. Also ja, heutzutage vielleicht nicht mehr, aber mit 20 war ich definitiv so drauf. Also da wusste ich einfach vieles noch nicht, was ich heute weiß. Sie täuscht sich natürlich. Ryan steht kurz davor, Anzeige zu erstatten und eine Verfügung gegen sie zu erwirken. Schon dreimal hat sie einfach vor meiner Wohnung gestanden und jedes Mal hat sie sich geweigert, wieder zu gehen, schreibt er an einen Freund und er bezeichnet sie als die verrückteste Person, die er jemals getroffen hat. An einem Tag textet er Shiner, dass er jetzt sein Telefon abdreht und dass er auch von innen abschließt. Er will seine Ruhe haben, sie soll ihn in Frieden lassen, sie soll ihn nicht anrufen, sie soll nicht vorbeikommen. Was so semi-gut funktioniert, in den nächsten 9 Stunden schickt sie ihm über 100 Textnachrichten, bevor sie dann schließlich doch vor seiner Tür steht. Ryan, der hat aber gar nicht von ihnen abgeschlossen oder, naja, vielleicht hat er in den letzten 9 Stunden auch wieder aufgeschlossen, wer weiß. Shiner jedenfalls hat einen Schlüssel und sie lässt sich selber rein. Ryan versucht vergeblich, sie rauszuschmeißen, sie weigert sich schlichtweg zu gehen und so ist es am Ende Ryan, der seine eigene Wohnung verlässt und zu seinem Vater fährt, um ihr einfach aus dem Weg zu gehen. Allerdings hat auch Shiner nicht nur Gutes über Ryan zu berichten. Sie beschuldigt Ryan, sie physisch und psychisch und verbal zu missbrauchen. Er macht Bemerkungen über ihr Aussehen. Sie muss dringend abnehmen, sagt er ihr. Und am besten soll sie zum Schönheitschirurgen gehen und sich die Nase richten lassen. Außerdem sagt sie, als sie einmal nach einer Trennung wieder zusammengekommen sind, da hat Ryan Bedingungen dafür aufgestellt, dass sie wieder zusammenkommen. Nämlich, dass sie weniger reden soll, dass sie sich ein neues Hobby suchen muss und erfordert, dass ihr Sexualleben künftig auch andere Frauen beinhaltet. Oder anders gesagt, er hat Bock auf einen Dreier. Und sie sagt, dass er sie einmal bei einem Streit aus der Wohnung geworfen hat, also physisch, er hat sie hochgehoben und vor die Tür geworfen und geschlagen hat er sie auch. Wir wissen nicht so recht, was davon stimmt. Sie hat schon mal behauptet, missbraucht worden zu sein, damals von ihrem Vater. Und sie gibt später, viel später allerdings, zu, dass sie sich selbst blaue Flecken beigebracht hat, um Ryan zu beschuldigen. Und auch, dass sie Sachen durch die Wohnung geschmissen hat, gegen die Wand geschlagen hat, damit die Nachbarn denken, dass sie streiten und dass Ryan handgreiflich wird dabei. Heißt jetzt natürlich nicht, dass alles gelogen war, aber ja, wie sagt man, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht. Dass er sie aus der Wohnung getragen hat, kann ich mir bildlich vorstellen, vor allem wenn sie nicht freiwillig gehen wollte. Aber, also ich will mir hier kein Urteil erlauben, ich war nicht dabei, ich weiß nicht, was vorgefallen ist, deswegen lassen wir das einfach mal so stehen. Im Herbst dann jedenfalls hat Shiner ihr Studium abgeschlossen. Ryan, der führt seine Kanzlei ziemlich erfolgreich. Er steht immer noch am Anfang mit der Kanzlei. Es gibt richtig viel zu tun. Er hat jede Menge Stress. Dazu kommt auch noch, dass er selbst von seinem Ex-Partner irgendwie verklagt wird oder so. Er hat also jede Menge um die Ohren. Und
Somit hat er weniger denn je den Kopf, um sich mit Shinas Allüren auseinanderzusetzen. Er stürzt sich in die Arbeit, er geht früh los, er kommt spät heim und, naja, er versucht, soweit es geht, ihr aus dem Weg zu gehen. Abgesehen davon ist nicht ganz klar, wie die Beziehung gerade läuft. Sie scheinen zusammen zu sein, irgendwie, also offiziell, aber Ryan, der hat wohl innerlich schon endgültig damit abgeschlossen. Seine Kollegen, die erzählen, dass er immer wieder Rat sucht und Fragen stellt, wie zum Beispiel, wie trennt man sich von jemandem, der sich nicht trennen will? Zu diesem innerlich abgeschlossen haben gehört für Ryan auch, dass er beginnt, sich mit anderen Frauen zu treffen. Ich weiß jetzt nicht, ob er versucht, das vor Shaina geheim zu halten. Es gelingt ihm jedenfalls nicht. Und sie ist nicht gerade erbaut davon, oder um es genauer zu sagen, sie schäumt vor Wut und ist rasend vor Verzweiflung. Sie beschwert sich bei ihren Freunden, dass Ryan sie nicht liebt, dass er sie hasst. Sie schreibt sogar jemanden, dass sie mit Ryan zum Schießstand gehen wird. Er will ihr beibringen, wie man schießt. Er ist da geübt drin. Der trägt doch ständig eine Waffe bei sich. Er weiß, wie es geht. Und sie fantasiert so rum, dass sie da vielleicht unabsichtlich auf Ryan zielen könnte, um es dann nach einem Unfall aussehen zu lassen. Hier gehen die Berichte aber ein bisschen auseinander. Also einer sagt, sie schreibt das nach dem Besuch am Schießstand, dass sie kurz an sowas gedacht hätte. Ein anderer sagt, dass sie diese Nachricht vorher schreibt, bevor sie zu diesem Schießstand fahren. So oder so, es bleibt eine Fantasie und Ryan überlebt den Nachmittag am Schießstand. Was aber klar ist, ist, dass das nicht das einzige Mal ist, dass sie solche oder ähnliche Fantasien anderen gegenüber äußert. Am 11. Oktober dann, 2012, sind Shaina und Ryan bei Ryans Eltern eingeladen. Es läuft irgendwie so eine politische Debatte im Fernsehen, die wollen sie sich gemeinsam anschauen. Ryans Vater erzählt später, dass sein Sohn ihn an diesem Abend beiseite genommen hat, um ihm sein Leid zu klagen. Er hätte ihm gesagt, dass er nicht mehr mit Shaina zusammen sein will, dass er Schluss machen will, dass sie das aber einfach nicht akzeptiert und dass sie das einfach ignoriert. Was genau nun passiert, als das Paar an diesem Abend nach Hause kommt, ist nicht ganz klar. Möglicherweise versucht Ryan erneut, endgültig Schluss zu machen. Mitten in der Nacht jedenfalls um 3 Uhr, da ruft Shaina ihre Mutter an. Sie ist total aufgelöst. Sie bittet sie vorbeizukommen, was die auch tut. Das bedeutet übrigens auch für die Mutter 1,5 Stunden Fahrt und das mitten in der Nacht, aber die nimmt sie wohl auf sich. Und als Ryan dann an diesem Morgen aufwacht, findet er so Shaina und ihre Mutter in seinem Wohnzimmer vor. Die sitzen da auf dem Sofa und quatschen. Und Shaina, die sagt ihm nun, dass sie Schmerzen im Brustbereich hat, dass ihre Mutter sie in die Notaufnahme bringen würde. Die beiden fahren los und Shaina hält Ryan mit Textnachrichten auf dem Laufenden. Natürlich über jedes kleine Detail, dass sie ein EKG machen muss, dass sie Medikamente verschrieben kriegt, welche Medikamente sie verschrieben kriegt. Aber Shaina ist in Wahrheit keine arme, herzkranke Patientin, sondern vielleicht eher eine skrupellose Manipulateurin, denn all das ist gar nicht wahr. Es geht ihr gut. In Wahrheit ist sie mit ihrer Mutter unterwegs zum Shoppen und zwischendurch googelt sie Informationen über Herzkrankheiten und darüber, was für Medikamente da man verschrieben bekommt. Also, ich glaube jetzt übrigens nicht, dass die Mutter das unterstützt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die das gar nicht mitkriegt. Vermutlich hat sie gar nicht gehört, wie Shaina Ryan morgens gesagt hat, dass sie ins Krankenhaus fahren, dass sie Herzschmerzen hat. Sie kriegt wahrscheinlich mit, dass Shaina die ganze Zeit textet, aber vermutlich nicht, was sie textet. Und naja, die ist ja ständig am Texten. Das wird jetzt nichts Ungewöhnliches gewesen sein. Wie auch immer, all das dient natürlich nur dazu, Ryan weitere Schuldgefühle zu machen, die ihn bei der Stange halten sollen. Und ob Ryan davon jetzt beeindruckt ist oder ob er überhaupt drauf reinfällt, das wissen wir nicht, aber er reagiert definitiv nicht so, wie Shaina das gerne hätte. Es ist wirklich sein Ernst, er möchte nichts mehr mit ihr zu tun haben, er will nicht zulassen, dass sie das weiterhin ignoriert. Schon seit längerem ist er in Kontakt mit anderen Frauen und für diesen Abend, da hat er ein Date geplant. Also nicht erst seit diesem Morgen, sondern schon seit ein paar Tagen. Ihr Name ist Audrey, sie ist hübsch, sie ist jung. Sie ist sogar die amtierende Miss Ohio und Ryan hat sie, genau wie damals Shaina übrigens auch, über Facebook kennengelernt. Die beiden haben eine Weile gechattet und sich für diesen Abend zum Abendessen verabredet.
Was Ryan natürlich Shayna nicht erzählt. Zum einen hat er wahrscheinlich keine Lust, sich mit ihrer Reaktion auseinanderzusetzen. Vielleicht hat er auch ein bisschen Angst davor und naja, er findet halt auch, dass sie das nichts mehr angeht. Er muss ihr das aber auch gar nicht erzählen, weil Shayna weiß es auch so. Nach wie vor ist sie auf Ryans Facebook-Seite unterwegs. Sie liest alles mit, was er dort schreibt und tut. Ich weiß ehrlich nicht, ob Ryan das immer noch nicht klar ist, ob er darüber nicht nachdenkt, ob es ihm egal ist. Also, ich meine, er muss ja schon lange gemerkt haben, dass sie da auf seiner Seite rumkrebst, dass sie sich da einloggt, dass sie da Sachen löscht, vor allem wenn sie immer wieder Nachrichten löscht oder seine halbe Freundesliste löscht. Es muss ihm ja aufgefallen sein, warum kann sie da immer noch drauf? Warum hat sie das Passwort nicht geändert? Also, ja, keine Ahnung. Shayna jedenfalls hat schon längst eine Freundschaftsanfrage an die ahnungslose Audrey geschickt und sie verfolgt alles, was zwischen den beiden sich da anbandelt, mit Wut und ja, mit einer gewissen Portion an Verzweiflung. Sie weiß also genau Bescheid, was wann wo passieren soll und so taucht sie genau zu dem Zeitpunkt auf, als Ryan sich fertig macht, um das Apartment zu verlassen. Da steht sie prompt vor seiner Tür. Und da bleibt sie natürlich auch nicht. Sie hat ja einen Schlüssel oder vermutlich lässt er sie sogar genervt rein, wie auch immer. Es ist ein kurzes Zeitfenster, in dem Ryan von der Arbeit nach Hause kommt, sich umziehen will und sich dann auf den Weg zu seiner Verabredung machen will. Ryan allerdings, der hat eine Angewohnheit, die ihm jetzt zum Verhängnis wird. Er trägt ständig eine Waffe bei sich, also zumindest auf der Arbeit. Und wenn er nach Hause kommt, dann legt er die erstmal auf dem Couchtisch ab. Eine geladene Waffe, eine eifersüchtige Freundin oder Ex-Freundin, der man erst vor kurzem das Schießen beigebracht hat. Keine gute Kombination. Audrey wird an diesem Abend versetzt. Kurz nach 21 Uhr geht bei der Polizeinotrufzentrale ein Anruf ein. Und der klingt so. Kelly 911. Ma'am, I have. Well, I killed my boyfriend in self-defense. Okay, where are you? I'm standing about 10 feet from his dead body. He beat me and tried to carry me out of the house, and I came back in to get my things, and he was right in front of me, and he reached down and grabbed the gun, and I grabbed it out of his hand and pulled the trigger. And how long ago did you shoot him? I don't know, 15, 10, 10 or 15 minutes, not even that long. Like 10 or 15 minutes ago? Yeah. Also wohl zu einer Konfrontation zwischen den beiden und die endet damit, dass Shayna Ryan mit seiner eigenen Waffe erschießt. Sie gibt an, dass es Notwehr war, er hat nach der Waffe gegriffen, sie war schneller, ein Schuss hat sich gelöst und Ryan tödlich getroffen, das sagt sie. Das ist allerdings, wenn überhaupt, nur die halbe Wahrheit. Es soll sich herausstellen, dass Ryan nicht nur einmal getroffen wurde, sondern gleich sechsmal. Nachbarn haben die Schüsse gehört, die sagen aus, es gab zwei Schüsse hintereinander, dann eine kurze Pause, dann nochmal vier Schüsse, ebenfalls kurz hintereinander. Als wenig später die Rettungskräfte am Tatort eintreffen, können sie nur noch Ryans Tod feststellen. Shayna wird natürlich sofort verhaftet und zum Verhör aufs Revier gebracht. Sie hat ja auch nie geleugnet, dass sie diese Schüsse abgegeben hat, auch wenn sie ihre Geschichte nun leicht verändert. Wobei, erstmal fragt sie nach einem Anwalt, somit müsste die Befragung eigentlich verschoben werden, noch bevor sie richtig begonnen hat, also bis der Anwalt halt da ist. Dieses Prinzip hat Shayna aber entweder nicht so ganz verstanden oder es ist ihr egal, es gelingt ihr einfach nicht zu schweigen, sie kann den Mund nicht halten und so plappert sie unaufhörlich vor sich hin. Und sie erzählt den Beamten alles, ohne dass diese auch nur eine einzige Frage stellen. Ihre Kernaussage lautet, dass sie Ryan in Notwehr erschossen hat. Kaum hätte sie das Apartment betreten, da hat er sie angegriffen, er hat sie durch die Wohnung geworfen, er war sehr gewalttätig und ihn zu erschießen war einfach die einzige Möglichkeit, die ihr blieb. Im Notruf hat sie ja behauptet, er hat nach der Waffe gegriffen, jetzt aber sagt sie, sie dachte, er würde nach der Waffe greifen. Sie sagt auch aus, Ryan hätte sie hochgehoben und auf den Esstisch geschmissen. Der allerdings wirkt total unberührt, also der Esstisch, da liegen überall Sachen drauf rum, ganz sicher nichts und niemand wurde da draufgeschmissen, der Tisch ist viel zu voll, da ist nichts bewegt, nichts verschoben.
Wenn Ryan Shiner gegenüber gewalttätig war, dann hat er keine Spuren an ihr hinterlassen. Also sie hat keine blauen Flecken, keine Wunden oder sonst was. Sie ist total unversehrt. Und auch in der Wohnung gibt es keine Spuren oder Hinweise darauf, dass ein Kampf stattgefunden hat. Die Nachbarn haben da auch nichts gehört. Nach den ersten zwei Schüssen, sagt Shiner, da lag Ryan zuckend auf dem Boden und sie dachte, er würde vermutlich ohnehin sterben. Und deswegen hat sie ihn dann quasi mit den restlichen vier Schüssen erlöst. Also sie sagt sogar, sie habe gedacht, er war immer so bedacht auf sein Aussehen, aber ziemlich eitel. Und jetzt, wo sie ihm ins Gesicht geschossen hat, da würde er ja total entstellt sein. Und ja, also so würde er bestimmt nicht weiterleben wollen. Außerdem hat er Schmerzen und die wollte sie ihm ersparen. Deswegen hat sie dann noch viermal auf ihn geschossen. Dass man das nicht unbedingt als Notwehr bezeichnen kann, scheint sie nicht zu bedenken in dem Moment. Also, es ist total verrückt. Shiner, die erzählt und erzählt, kein Mensch fragt sie danach, aber sie redet und redet und redet. Angeblich wechseln sich die Ermittler sogar ab, weil es ihnen zu viel wird. Also, ich weiß jetzt nicht, ob Shiner selbst ihnen zu viel wird oder ob die den Ermittlern das, was sie sagt, so an die Nieren geht. Ich denke mal, die müssten ja einiges gewöhnt sein, also es ist vielleicht eher Ersteres. Aber sie redet jetzt nicht nur über ihr Verbrechen oder, naja, also sie sagt, es war Notwehr, aber sie redet nicht nur über diesen Vorfall, sondern sie sagt auch völlig zusammenhangslose Sachen. Also einem Beamten zum Beispiel sagt sie, dass er wunderschöne Zähne hat. Okay? Und sie stellt Fragen, wie zum Beispiel, kann ich im Gefängnis mein Handy behalten oder darf man im Gefängnis duschen oder werde ich stinken müssen? Und es ist ja nicht nur komisch, dass sie überhaupt sowas fragt, dass sie über sowas nachdenkt, aber auch die Antworten auf diese Fragen, die sind allgemein bekannt. Also man weiß, dass man im Gefängnis duschen kann, oder? Also ja, warum fragt sie sowas? Und immer, wenn man sie kurz alleine lassen will, dann bricht Shiner in Tränen aus. Die scheinen nicht echt zu sein. Sobald sie tatsächlich alleine ist, ist die Show vorbei. Also, die sagen, ja, aber ich gehe gleich raus, ich gehe kurz raus, ich komme gleich wieder. Und Shiner bricht in Tränen aus. Sobald er raus ist, hört sie auf. Also, sie scheint irgendwie die Beamten dazu zu bewegen zu wollen, dass sie sie nicht alleine lassen. Warum? Angst scheint sie nicht zu haben. Vielleicht braucht sie die Aufmerksamkeit. Sie hört also augenblicklich auf zu weinen, sobald sie alleine ist, aber dann tut sie andere seltsam anmutende Dinge. Sie singt zum Beispiel Amazing Grace. Sie hört auch nicht auf, als jemand reingeht und dann wieder rausgeht. Und dann sagt sie auch noch, I did it. Yes, I did it. Also nicht gerade so das übliche Verhalten. Man fragt sich ja immer wieder, warum die Leute nicht wissen anscheinend, dass es da Überwachungskameras gibt. Man sieht in dem Video ziemlich genau, dass sie einem zweimal richtig direkt in die Kamera schaut. Die weiß ja so ganz genau, dass da Kameras sind und ja, die zieht einfach ihre Show ab.
Shiner wird also jetzt wegen Mordes angeklagt. Es wird eine Kaution von 5 Millionen Dollar festgesetzt. Die kann sie natürlich nicht aufbringen und so bleibt sie bis zu ihrer Verhandlung in Haft. Diese beginnt am 13. April 2015, das sind also ganze 3 Jahre, nachdem sie verhaftet wird. Die Verteidigung baut ihre Strategie auf Notwehr auf. Die Anklage allerdings, die zieht alle Fäden. Es gibt jede Menge Material, das der Staatsanwalt vorlegen kann. Es gibt zigtausende Textnachrichten. Es gibt Aussagen von Ryans Kollegen, von seinen Freunden. Es gibt die Aufzeichnung von dem Notruf und natürlich ihre Aussage selbst, die der angeblichen Notwehr ja schon in sich selbst widerspricht. Spätestens als sie sagt, er lag am Boden und sie hat noch 4-mal geschossen, ja, ist das Notwehrargument einfach hinfällig. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass Ryan sich in seinem Schlafzimmer eingeschlossen hatte, woraufhin Shiner mit ihrem Handy gegoogelt hat, wie man ein Schloss mit einer Haarnadel knacken kann. Das ist zwar jetzt nur ein kleines Detail, aber boah, jetzt echt ehrlich, die hat das gegoogelt, als er sich da eingeschlossen hat. Das ist ja schon irgendwie böse, teuflisch, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Wie auch immer, diese Notwehrverteidigung, die hält nicht stand. Und dann kommt auch noch die obligatorische Zellengenossin ins Spiel, die aussagt, dass Shayna mehrmals damit geprahlt hat, wie sie Ryan kaltblütig ermordet hat. Und so wird Shayna von den Geschworenen für schuldig des Mordes an Ryan Poston befunden und zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Jahr später allerdings kommt dann raus, dass einer dieser Geschworenen ein verurteilter Straftäter war, was bedeutet, dass der gesamte Prozess für ungültig erklärt wird. Besonders tragisch und frustrierend ist das natürlich für Ryans Familie. Jetzt können sie mit der Sache wieder nicht abschließen. All die Wunden werden wieder aufgerissen und der Prozess muss jetzt nämlich wiederholt werden. Es dauert weitere 3 Jahre, bis dieser Prozess jetzt stattfindet. Er beginnt am 14. August 2018. Diesmal ändert die Verteidigung ihre Strategie ein wenig ab. Sie ruft Shiner selbst in den Zeugenstand und sie sagt aus, dass Ryan sehr missbräuchlich und gewalttätig ihr gegenüber war, dass er sie bedrängt hat, im Bett Sachen zu tun, die ihr sehr unangenehm waren. Sie plaudert da so manches aus ihrem damaligen Selbstsexleben aus, mehr als man wissen möchte oder müsste. Und hier und jetzt ist es, wo Shiner auch damit um die Ecke kommt, dass auch ihr Vater sie sexuell missbraucht haben soll. Und ich glaube, es ist das allererste Mal, dass sie das nun laut ausspricht oder ihm das vorwirft. Sie sagt, dass ihr Vater immer wieder Kommentare zu ihren Brüsten gemacht hat, dass er gesagt hat, er freut sich schon darauf, wenn die größer werden und wenn sie wackeln, wenn sie sich bewegt. Und später hat er ihre Brüste danach auch angefasst, sagt sie. Sie sagt einem Psychologen, der Tag, an dem sie Ryan erschossen hat, das war der Jahrestag, an dem ihr Vater sie das erste Mal missbraucht hätte. Was irgendwie schon sehr praktisch klingt, weil so wie die Situation sich zugespitzt hat, wäre das schon ein großer Zufall, wenn das genau der gleiche Tag gewesen wäre. Shiner sagt jedenfalls auch, Ryan habe sie zu einer Brust-OP gedrängt, was ihre schlimmen Erfahrungen von früher wieder wachgerufen hätte. Während diesem Prozess erhält Shiner eine unbehandelte Borderline-Störung diagnostiziert, was eine große Anfälligkeit für Verlassensängste beinhaltet. Bei ihr zumindest. Hat Ryan also hier etwas in ihr getriggert? Die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Ich meine, er wollte sich trennen, er wollte, dass sie aus seinem Leben rausgeht. Warum sollte er sie jetzt zu einer Brust-OP drängen? Würde mich sehr wundern. Shiner hat früher bei anderen Gelegenheiten schon zugegeben, Missbrauchsanschuldigungen erfunden zu haben. Was natürlich wiederum nicht heißen muss, dass alles, was sie sagt, gelogen sein muss. Aber es könnte. Also, ich muss sagen, mir fällt es anhand dieser Berichte und dieser ganzen Geschichte wirklich schwer einzuschätzen, wie Ryan tatsächlich so drauf war. Also, war er tatsächlich so ein hilfloser Typ, ein Opfer, das sich nicht gegen Stalking wehren konnte? Und das meine ich jetzt auf keinen Fall irgendwie abwertend. Das ist total schwierig, mit so einer Situation umzugehen. Ich wünsche niemandem, dass er so gestalkt wird. Also das war jetzt wertfrei gemeint.
Oder aber war Ryan vielleicht doch so ein Typ, der es halt ausnutzt, wenn ihm so eine Frau so hinterherläuft? Hat er ihr klipp und klar gesagt, dass er das nicht will? Oder ist er vielleicht doch halt immer wieder mal darauf eingegangen, hat dann wenig mit ihr gespielt? Andererseits steht es mir eh auch überhaupt gar nicht zu, hier irgendwie ein Urteil über Ryan zu treffen. Das will ich auch gar nicht. Ich versuche halt immer nur so ein bisschen nachzuvollziehen, wie ist es zu solchen Situationen gekommen. Und meistens sind ja beide so ein Stück mit Schuld. Hat Ryan Shiner unterschätzt? Definitiv. Aber man muss und kann ja auch nicht grundsätzlich damit rechnen, dass jemand so ausrastet und einen gleich tötet. Also ich weiß es nicht, aber ich weiß, egal wie Ryan nun drauf war, er hat es garantiert nicht verdient, einfach erschossen zu werden. Er hatte sein ganzes Leben noch vor sich und niemand hat das Recht, ihm dieses zu nehmen, auch eine verschmähte Freundin nicht. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass diese verschmähte Freundin, ja, so ihre Probleme hatte und dass die es sind, die dazu geführt haben, was nun mal passiert ist. Die Anklage jedenfalls nutzt das aus, dass Shiner in den Zeugenstand tritt. Nun kann auch die Staatsanwaltschaft die junge Frau befragen. Es gibt ein Kreuzverhör. Und der Staatsanwalt, der zerreißt ihre Geschichte in der Luft. Er deckt viele ihrer Lügen auf. Er weist die Geschworenen auf all die Widersprüche in ihren Aussagen hin. Und es kommt, wie es mehr oder weniger hat kommen müssen, Shiner Hubers wird erneut wegen Mordes an Ryan Poston schuldig gesprochen. Am 18. Oktober 2018 wird sie erneut zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Also ein Teil davon hat sie ja jetzt schon abgesessen, aber es hat sich nichts geändert. Genau dort ist sie auch heute noch. Sie hat im Gefängnis geheiratet. Sie wurde im Gefängnis auch wieder geschieden innerhalb relativ kurzer Zeit. Also sie hat da irgendwie eine Transfrau kennengelernt. Nichts Näheres weiß man nicht. Falls euch die ganze Geschichte allerdings jetzt irgendwie bekannt vorkommt, dann habt ihr vermutlich zuvor schon vom Fall von Jodi Arias gehört, denn da gibt es einfach unzählige Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten. Da könnte man eine ganze Liste machen. Der heutige Fall von Shiner Hubers, der hat sich übrigens zuerst zugetragen. Man sagt auch, dass Shiner den Fall von Jodi Arias sehr, sehr genau im Fernsehen verfolgt hat. Sie wurde sogar dabei beobachtet, wie sie sich Notizen dazu gemacht hat. Also hat sie offensichtlich brennend interessiert. Ob Jodi Arias irgendwie von dem Fall von Shayna irgendwie gehört hat, ob die da irgendwelche Videos gesehen hat, wie die da singt im Verhörraum oder was auch immer tut, ist mir jetzt nicht bekannt. Ich weiß nicht, sind da einfach zwei ähnlich kranke Personen unterwegs oder kommt das vielleicht öfter vor? Ich finde es jedenfalls interessant, dass es offensichtlich kein Einzelfall ist. Ja. Das war die Geschichte von Shiner und Ryan, die für Ryan ziemlich böse ausgegangen ist, die für Shiner ja auch nicht super gut ausgegangen ist, weil die sitzt jetzt im Gefängnis und kommt da lange, lange Zeit nicht wieder raus. Ob es das wert war, brauchen wir nicht fragen. Natürlich war es das nicht wert für keinen von beiden. Vielleicht sollte man sich doch ein bisschen hinterfragen. Es ist ja okay, wenn man sich ein Stück weit in einer Beziehung verrennt, aber ja, vielleicht helfen solche Geschichten tatsächlich jemanden frühzeitig zu erkennen, in welche Richtung er da geht und dass die vielleicht nicht ganz so gut ist. Und damit sind wir am Ende von der Geschichte angelangt. Ich freue mich, dass ihr da wart und dass ihr bis zum Schluss geblieben seid. Ich bin schon gespannt, was ihr zu dem Fall zu sagen habt, was eure Gedanken dazu sind. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt True Crime Time. Wir sehen uns. Bis dann. Oh, und übrigens, hier gibt es noch eine ganze Playlist im Abspann. Da sind alle meine Videos drin. Da könnt ihr die Sucht gucken bis zum Umfallen. Wäre das was für euch?